Nach nur einem Jahr Ehe starben Katharinas Mann und ihr nur wenige Monate alter Sohn unter ungeklärten Umständen. Der Königin gelang es dennoch, die nächsten 16 Jahre die Insel Zypern zu regieren. Schließlich aber wurde sie von der Republik Venedig zurückbeordert und für den Verlust ihres Königreichs mit der Herrschaft Asolo entschädigt. Katharina Cornaro machte ihren Hof in Asolo zu einem kulturellen Zentrum. Sie umgab sich mit Künstlern und Gelehrten. Ihren Liebhaber aber soll die Königin nach der Liebesnacht in den Brunnen des Barco geworfen haben. Katharina Cornaros Cousin, der spätere Kardinal Pietro Bembo, verewigte das höfische Leben am Barco della Regina in seinem Liebestraktat, Gli Asolani.